Der Gudrömerhof-Preis, meine sehr verehrten Damen und Herren, heute Abend, eines der großen Highlights hier bei dem Mephisto Amadeus Horse Inners, wurde gewonnen von keinem Geringeren als einem Reiter, der schon seit der ersten Stunde vor 11 Jahren hier bei uns zu Gast ist, Aleš Opatrný aus der Tschechischen Republik. Aleš, heute ist alles nach Plan gelaufen, Fehlerpunkte, Zeit, erste Qualifikation für den Gaston Glock Grand Prix, also alle Vorzeichen stehen gut für dich. Ja, absolut. Ich habe mich entschieden, dass ich mein Erstpferd heute nicht reite, weil ich wollte ihn, ich bin heute nur das kleinere Springen geritten und habe ich gehofft, dass das heute klappt und dass ich ihm morgen Pause geben kann und ein anderes Pferd am Sonntag reiten. Und das ist mir gelungen und da bin ich sehr glücklich. Du bist ja international unterwegs auf der ganz großen Bühne, kennst ziemlich alle Turniere in ganz Europa. Was machen die Mephisto Amadeus Horse Indoors besonders aus? Ja, das Turnier ist natürlich innerhalb von den 11 Jahren immer besser und besser geworden. Jetzt kommen abnormal viele Zuschauer, was nirgendwo ist, nur hier, weil ich kenne viele Turniere, wo wirklich wenig Zuschauer sind und hier sind so viele. Ist super Ausschreibung, super Stimmung und ich komme einfach jedes Jahr sehr gerne hier. Ja, früher bist du immer noch alleine gekommen oder mit deiner Lebenspartnerin, mit der Nathalie. Aber diesmal hast du wem Neuen mitgebracht, das freut uns besonders. Denn man hat ja gesehen, man muss auch für die Jugend etwas tun und die Jüngsten der Jungen reiten mit. Ob das die Kinder sind von der Julie Kaiser, von Marc Hautsacher oder auch die Gaudiano-Kinder sind schon unterwegs von Tobias Bachel. Hast auch du mitgebracht, wen denn? Ja, ich habe meine Nichte mitgebracht. Die Tochter von meiner Schwester, die ist jetzt 10 Jahre alt und das ist natürlich, da muss ich mich nochmal bedanken bei dem Veranstalter hier, dass er so eine super Idee hatte, weil auf so einem Turnier reiten zu dürfen als kleines Kind ist natürlich was Besonderes und sie ist überglücklich. Sie war gestern Zweite, heute war sie schon Dritte, also es läuft einfach super und ich glaube, sie wird noch darüber lange sprechen, dass sie hier reiten durfte. Ja, und ich glaube auch die Erfahrung, die jungen Reiter hier sammeln vor so großem Publikum, wird sich später ausbezahlen. Ja, absolut. Wenn ich in dem Alter war von meiner Nichte, dann bin ich zu Hause am Feld geritten und ich habe nie gewusst, dass es so eine Turniere gibt und die kennen schon mit in so jungen Alter hier dabei zu sein und schauen auf die Spitzenreiter, das macht schon viel aus und hauptsächlich tut das die Kinder richtig motivieren für die Zukunft. Ja, und dann hoffentlich bist du motiviert, wenn es morgen in das S. Oliver Championat geht und dann am Sonntag zum Abschließen Gaston Glock Grand Prix. Wir wünschen dir alles Gute. Absolut, das werde ich und vielen Dank.